Wer die Vorlesung nicht mehr wiedererkennt, ich habe die Fonts geändert. Ja? Ist aber die gleiche Vorlesung. Okay. Also, willkommen zurück zur DB1. Danke, dass hier nochmal jedenfalls die meisten von euch die entsprechende, den Langmut und die Zeit aufgebracht habt, euch bei Chris da vorne vorbei zu mogeln oder von euch kontrollieren und nochmal in die Liste eintragen zu lassen. Wir haben einfach ein Update gemacht, jedenfalls von einigen von euch, von unserer 2G-Liste. Jedem und jeder sei gedankt, der sich bereit erklärt hat, sich dort eintragen zu lassen, um nachher die anderen Sessions, morgen wahrscheinlich sozusagen, dann wieder locker laufen zu lassen oder lockerer laufen zu lassen, weil wir dann wieder mit Hilfe der aktualisierten Liste und eurer Anwesenheit und eurer Anmeldung hier für die Anwesenheit abgleichen können, ob wir über euch Bescheid wissen, genug Bescheid wissen, ja oder nein. Bisher sind wir immer meilenweit drüber weggeschossen über die entsprechenden Regelungen, die die Uni Tübingen uns auferlegt hat. Alles klar. Wir sind hier in dem Kapitel, das so ein paar große Begriffe aus der Datenbankwelt mit den Dingen abgleicht und an den Dingen versucht zu demonstrieren, die wir in den letzten Wochen irgendwie schon angesammelt haben. Ja, und Typisierung oder Nicht-Typisierung oder Typed und Untyped Data, das war hundertprozentig eine der Dimensionen, in die ich so Datenmodelle miteinander vergleichen wollte. Und ich hatte gesagt, hey, das relationale Modell, in dem man tatsächlich in einer SQL-Datenbank Tabellen aufbaut, ja, mit Create Table, ja, Tabellen kreiert, die entsprechenden Spalten anlegt, Spalten mit Namen versieht, Spalten mit Typen versieht. Das relationale Modell ist auf jeden Fall ein typisiertes Datenmodell. Wir haben dann irgendwie ganz am Ende in den letzten paar Minuten der Vorlesung versucht, irgendwie PostgreSQL mit so einem Copy-Kommando nicht wohlgeformte Daten unterzuschieben, welche die irgendwie vielleicht stringartig wären, aber nicht wie gefordert in einer bestimmten numerischen Spalte integerartig waren, hat das Copy-Kommando sofort zurückgewiesen. So eine Tabelle können wir gar nicht kreieren. Drumherum, die gesamten Daten, die in die Tabelle integriert werden sollten, die wurden zu dem Zeitpunkt irgendwie zurückgewiesen. Das wird nicht so eine halbgare, halbkonsistente Tabelle irgendwie aufgebaut. Es wird entweder eine korrekte Tabelle aufgebaut aus den Daten, die einkopiert werden sollen oder nicht. So all or nothing. Ja, das werden wir immer wieder erleben oder werdet ihr immer wieder erleben, wenn ihr mit Datenbanksystemen umgeht. Die machen keine halben Sachen, die sind entweder voll integer oder funktionieren gar nicht. Okay, dadurch entstehen natürlich gewisse Garantien oder Festschreibungen für die weiteren Operationen, die ich mit diesen Daten, diesen typisierten Daten meiner relationalen Datenbank machen möchte. Ich würde zu dem Typed und Untyped gar nichts mehr sagen. Ich wollte nur noch diese Folie zeigen, die eigentlich noch zu der Diskussion von letzter Woche gehört hat. Was sind die Vorteile, die ich irgendwie ernten kann, wenn ich weiß, ich arbeite mit korrekt typisierten Daten? Ja, meine Queries müssen zum Beispiel nicht zur Laufzeit, das ist der erste Punkt, sowas wie unsere Pickle-Queries ausführen und sich bei jedem Wert, der aus irgendeiner Zelle gelesen wird, den ich dann in ein Integer oder Float umwandeln will, jedes Mal neu fragen, wird es denn wohl gut gehen, ja oder nein? Okay? Und wenn ich dann tatsächlich sicher gehen will oder ich mich auf meine Daten in dieser Pickle, ja, in diesem CSV-Datenmodell irgendwie nicht darauf verlassen kann, ja, dann muss ich mit solchen Dingen arbeiten wie mit diesen Safe Floats. Ja, die versuchen, den Wert in einen Float umzuwandeln. Wenn das schief geht, gibt es eine Exception. Dann kann ich statt dieses Floating Point Values, was weiß ich, machen, einen Default-Wert einsetzen. Das war das, was Safe Float für uns gemacht hat. Das sind Dinge, die dürften aber zur Laufzeit der Query ablaufen. Für jeden Tabellenzellenwert, den ich in einen Float umwandeln will, darf ich diese Safe-Float-Routine aufrufen und mich neu kümmern. Okay, alles klar. Und das sind Laufzeit-Checks oder Runtime-Checks, wie sie da heißen, die können sich in ihren Kosten addieren. Ja? Hey, das ist doch nur ein Function-Call in Python, ob ich jetzt Float aufrufe oder Safe-Float, das macht doch keinen Unterschied. Ja, das macht für einen so einen Function-Call echt wenig Unterschied. Ja? Aber wir sind darauf vorbereitet, in so Datenbanksystemen nicht eine Zeile von Daten oder eine Zelle mit Float irgendwie zu behandeln, sondern Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von solchen Zeilen. In jede von diesen Zeilen befinden sich verschiedene, vielleicht mehrere von solchen Float-Zellen. Das addiert sich zu Millionen von Aufrufen bei jeder Ausführung einer Query von solchen Safety-Measures wie dem Safe-Float hier. Jede Millisekunde, jede Mikrosekunde, die ich irgendwie sparen kann bei der Verarbeitung von Millionen von Zeilen, ist gewonnen. Okay? Jeder kleine Savings-Effekt multipliziert sich beim Durchgehen von durch so einer Masse von Daten und alles, was wir da irgendwie gewinnen können und so weiter, ist willkommen und wird auf jeden Fall genommen. Okay? Weil ich als Query-Compiler, als Query-Übersetzer, ja, als eine Komponente von dem Datenbanksystem, die mir so eine Query in ausführbare Form bringt, mich darauf verlassen kann, dass die Query nur mit wohlgeformten Daten umgeht, ja, kann ich den Code,
den ich erzeuge, aus der SQL-Query, die zum Beispiel eingegeben wird, den kann ich spezialisieren, den kann ich sozusagen genau drauf trimmen. Ich weiß, hey, der dritte Wert, der in dieser Zeile ist, das wird ein Integer sein. Und der Integer liegt zwischen minus 100 und 100. Vielleicht so genau kann ich sein an der Stelle. Ja, und ich kann mich an der Stelle darauf einlassen, als Datenbanksystem diese Garantien tatsächlich in den ausführbaren Code, den ich ausführe, wenn meine SQL-Query zur Auswertung kommt, tatsächlich mit zu übernehmen. Und an allen Ecken und Enden irgendwelche Bounce-Checks oder Typkonversionen oder was weiß ich, Castings und so weiter, alles vorzulassen, weil ich mich einfach darauf verlassen kann, dass die Daten in Ordnung sind. Okay, ja, hier steht was von Executable Query Code, das hört sich irgendwie spannend, interessant an. Das ist etwas, was die Datenbanksysteme 2 Vorlesung irgendwie auf jeden Fall mit beleuchtet. Du gibst mir eine SQL-Query, was findet denn dann im Hintergrund tatsächlich statt? Wie wird die denn wirklich ausgeführt? Finden natürlich keine Pickle-For-Loops in Python oder sowas statt, sondern was ganz, ganz anderes. Ja, das ist Thema von Datenbanksysteme 2. Das war der Plug. Okay. Ja, und wenn ich tatsächlich schon zur Übersetzungszeit checken kann, dass die Operationen, die ich in meiner Query ausführe, tatsächlich zu den Daten, die mir dann serviert werden aus den Tabellen, auch tatsächlich passen, ja, kann ich schon zur Übersetzungszeit entsprechende Fehler irgendwie werfen. Ja. Wenn eine Query tatsächlich irgendwie vom Typsystem des Datenbanksystems gecheckt wird und wird gesagt, ja, das passt zu den Daten, die Operationen, die du in der Query auslöst, passt zu den Spalten in den Tabellen, ja, dann ist das ein Check, der einmal läuft zur Übersetzungszeit der Query, nicht jedes Mal neu zur Laufzeit. Zur Laufzeit kann mir sowas wie so ein Formatfehler, hey, diesen Wert kann ich aber nicht als Integer interpretieren, sowas kann mir an der Stelle einfach nicht mehr passieren. Ja? Während mir in so einer Pickle-Query beim Lesen der 2-millionsten Zeile das Ding um die Ohren fliegen kann. Da sind aber leider schon 25 Minuten meiner wertvollen Zeit vergangen. Okay, alles klar. Das waren die Vorteile von Typed Data. Haken dahinter an der Stelle. Nächste große Vokabel neben Typen, Deklarativität. Okay, Deklarativität bedeutet, Mensch, bei der Formulierung von Queries, von SQL-Queries zum Beispiel oder anderen Queries in meinen Datenmodellen, kümmere ich mich eigentlich nur um die Mini-Welt und die Probleme, die in der Mini-Welt bestehen. Das ist das, was mich umtreibt, das ist das, was irgendwie mein Fokus verdient. Irgendwie, ja, lass uns mal die Query so formulieren, dass sie auf dem Datenbanksystem in der Version 13.1 richtig gut und schnell läuft und so weiter. Also so Performance-Gedanken an der Stelle sind idealerweise sekundär oder kommen überhaupt gar nicht auf meinem Radar vor. Ich widme mich voll meinem Problem und erkläre dem System, wie ich denn hier diesen Plan of Attack, den wir schon öfter auf den Folien hatten, wie ich damit irgendwie umgehen will. Details, die vielleicht dazu führen könnten, dass meine Query irgendwie optimaler, schneller oder sowas ablaufen, sind total sekundär und stehen hinten an. Okay, alles klar. Ich würde mich auf das System verlassen. Ich würde mich auf das System verlassen, dass es aus der Formulierung der Query, die ich dem System gebe, vielleicht, wenn es denn irgendwie möglich ist, eine bessere Formulierung irgendwie finden kann. Eine, die natürlich äquivalent ist. Okay, hey, die Query läuft schneller. Könnte sein, dass was anderes berechnet wird. Nee, das geht nicht. Die Query muss beim Umschreiben, beim Optimieren und so weiter natürlich äquivalent bleiben. Okay, und so ein System, ja, so ein Datenbanksystem, hat eine ganze Menge von Hebeln, ja, die es irgendwie benutzen kann, um tatsächlich eine gegebene Query zu beschleunigen, zu optimieren, zu verbessern. Ja. Zum Beispiel wissen wir über einige Eigenschaften unserer Daten Bescheid. Das ist irgendwie letztes Mal hier in dem Hörsaal schon angeklungen. Da haben wir irgend so eine Pickle-Query an die Wand geworfen, die sehen wir auch gleich wieder. Und dann hat einer von euch gesagt, oder gleich mehrere von euch gesagt, ja, okay, das wird wahrscheinlich funktionieren, aber ey, das ist doch nicht schlau, das so zu machen. Das braucht doch mehr Zeit. Da wird doch gar nicht ausgenutzt, dass in den Daten die folgende Eigenschaft vorliegt. Und wenn es eine Eigenschaft in den Daten ist, die dem Datenbanksystem bekannt ist, wenn es ein Constraint ist, wie wir den genannt haben, ja, so eine Beschränkung auf den Daten, auf die sich das Datenbanksystem verlassen kann, ja, in der Spalte stehen nur bestimmte Dinge, die in der Spalte stehen, stehen mindestens auch in der Spalte, da stehen vielleicht mehr, aber das ist eine Teilmengenbeziehung. All solche Dinge, ja, all solche wunderbaren Eigenschaften und Daten, wenn die dem System bekannt sind, kann es die benutzen, um unsere Queries automatisch umzuformulieren und effizienter zu machen. Das ist das mit Exploit Properties of the Data oder Mini-World Constraints. Okay. Vielleicht ist die Formulierung der Query, die wir gewählt haben, ja, unsere genesteten Pickle-For-Loops zum Beispiel oder unsere SQL-Query, vielleicht suggeriert das eine Ausführung für unsere Query, die schon in Ordnung wäre, aber wenn ich die Query ganz anders formuliert hätte, was weiß ich,
was hier im inneren Loop steht, das steht jetzt außen, was außen mal geht nach innen. Ja? Oder ich mache so eine vorbereitende Pre-Processing-Phase, baue mir so ein paar Hilfsdatenstrukturen auf und erst wenn ich die habe, dann fasse ich tatsächlich richtig die Daten an. Dann hilft mir die Hilfsdatenstruktur, um da irgendwie schneller zu sein. Also eine ganz andere Query-Strategie sozusagen. Das ist wirklich die Goldklasse. Wenn ein Datenbanksystem so clever ist und sagt, ja, ich kann an deiner SQL-Query, deiner Pickle-Query schon ablesen, was du hier an der Stelle willst und die Strategie, die du formulierst, ist schon in Ordnung, aber ich habe eine bessere für dich, eine Äquivalente für dich, die vielleicht bei der Ausführung intern mehr Platz verbraucht, aber wir haben gleich genug Platz. Ja, diesen Platz investiere ich gerne, um nachher irgendwie die Query-Laufzeit um, was weiß ich, ins zu zehnteln oder zu halbieren oder irgendwie sowas. Ja, das sind ganz andere Query-Strategien, vielleicht jenseits der irgendwie der geschachtelten Ausführung von irgendwelchen For-Loops, die wir formuliert haben. Okay, alles klar. Beides können Datenbanksysteme. Ja? Beides können Datenbanksysteme und wir können das hier jetzt in den nächsten Minuten mal so ein bisschen nachspielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es sich tatsächlich lohnt, sowohl Punkt 1 als auch Punkt 2, diese beiden Optimierungsstrategien sozusagen anzuwenden, dass man da echt was gewinnen kann. Und dass es eigentlich auch kein Hexenwerk ist, dass man einfach nur ein bisschen genauer auf die Eigenschaften der Daten irgendwie schauen muss. Okay, natürlich, da wo das Ausrufezeichen steht, das System ist nicht völlig frei, irgendwie zu optimieren, Äquivalenz muss erhalten bleiben. Und Äquivalenz bedeutet, gegeben deine Originalquery und die optimierte Query, egal wie die einkommenden Daten aussehen, ob die Tabellen mit 2 Rows, mit 0 Rows oder mit 2 Millionen Rows beladen sind und egal wie die Rows intern aussehen, beide Queries müssen, egal auf welcher Tabelle, immer genau das gleiche Ergebnis berechnen. Okay. Ja, lass uns mal schauen, ob wir schon bei unserer einfachen Query, unserer Pickle-Query hier sozusagen an der Stelle damit spielen können mit solchen Optimierungen. Das ist die Pickle-Query, die ich euch da irgendwie mal gezeigt habe. Das ist die Query, die wir jetzt schon so oft angezeigt haben. Und ich kann euch versprechen, sie kommt vielleicht nochmal vor, wenn wir das gleiche Ding in SQL formulieren und so weiter. Dann lassen wir sie aber auch hinter uns. Man kann auf dem Lego-Dataset richtig coole Sachen berechnen. Und da irgendwann hat das Beispiel dann ja auch seine Schuldigkeit getan. Aber das ist die Query, die ihr kennt. Ja, das war die Query, die für das Set 5610 ausrechnet, wie schwer sind die ganzen Bausteine drin. Wenn ich das Ding aufgebaut habe, wie schwer ist das? Kommen 22,46 Gramm raus, die Query ist das. Okay, also und zwar alle drei Tabellen in unserem Datenmodell für CSV, unserem Tabular-Datenmodell mit CSV-Tables, spielten alle drei Tables eine Rolle. Kurze Erinnerung, Contains sagt mir, hey, in einem bestimmten Set sind bestimmte Bricks und Minifigures enthalten. Die Details zu diesen Bricks und Minifigures sind in anderen Tabellen, in der Bricks- und in der Minifigure-Tabelle. Darum werden die beiden auch noch in der Query hier angefasst. Alles klar? Die Contains-Tabelle ist aber mein Startpunkt. Ja? Ich gehe über alle Einträge in der Contains-Tabelle. Kann ich Ihnen helfen? Alles klar. Ich gehe über alle Einträge in der Contains-Tabelle durch. Ja? Und checke, ob ich tatsächlich einen Eintrag vor mir habe, der zu dem interessanten Set 5610 gehört. Falls nicht, kann ich diesen äußeren Loop irgendwie gleich irgendwie weiter iterieren lassen. Falls ja, okay, dann ist das ein für mich interessanter Baustein, dann checke ich den. Ich checke, ob ich ihn in Bricks finde und ich checke, ob ich ihn in Minifix finde. Und spätestens hier an der Stelle hat der Kommilitone oder die Kommilitonin gesagt, oh, alter Schwede, ja, das ist einfach ineffizienter an der Stelle. Bestimmte Eigenschaften der Daten, die wir kennen sozusagen, die sind an der Stelle überhaupt gar nicht ausgenutzt werden. Trotzdem ist das ein valider Plan. Und ich würde sagen, ja, im Sinne der Deklarativität, bei der ich mir erstmal über die Semantik der Sache irgendwie berechnet der Plan das Richtige, die Gedanken mache und erst später und vielleicht gar nicht über die Performance und die Optimierbarkeit der ganzen Sache Gedanken mache, im Sinne der Deklarativität ist das hier die richtige Formulierung der Query. Ja? Und wenn ihr jetzt irgendwie alle unruhig werdet und das euch ineffizient vorkommt, dann würde ich sagen, okay, ja, dann lasst das DBMS regeln, dass daraus eine effizientere Formulierung wird. Okay, ja, auf welcher Basis könnte man diese Formulierung hier irgendwie verbessern? Ja, nur auf einer Basis, die, ja, klar, Wishful Thinking, alle Python-Hacker nach vorne, ja, hey, das könntest du drehen hier, ich gucke gerade auf dieses Programm, da könntest du hier diesen Trick anwenden und so weiter. Ich erinnere mich an so ein Reddit- oder Stack-Overflow-Posting und so weiter. Das sind alles Dinge, die so einem Datenbanksystem nicht zur Verfügung stehen. Das Einzige, was dem Datenbanksystem zur Verfügung steht, ist Wissen über, ja, hoffentlich jedenfalls, Wissen über die Verteilung der Daten in unseren drei beteiligten Tabellen.
Okay, weil wir jetzt gleich über Performance reden und das hier unsere Baseline-Query ist, die ich eingehakt habe, ja, können wir mal ganz kurz das Ding zur Ausführung bringen und dabei timen, damit wir nachher wirklich messen können, dass wir uns in unserer Ausführung verbessern. Das hier oben in dem Buffer, das ist die Original-Baseline-Query, die mit all ihren offensichtlichen Defiziten, okay, nicht semantisch, aber vielleicht performancemäßig. Dann werde ich die mal zur Ausführung bringen und zwar heißt die Baseline, glaube ich. Baseline. Okay, also ich bringe jetzt diese Query da oben zur Ausführung und messe gleichzeitig hier in meiner Shell, wie lange denn diese Ausführung laufen wird. Mal schauen. Müsste irgendwie 5 Sekunden sein oder so. Ja, oh, Exi. Ja. 5 Sekunden. Wir können das nochmal machen. Wer weiß, Glück gehabt vielleicht. Ja. Ja, ja. Der Gus hat keine Ahnung für Informatik. Ja. Also das hier ist der Wert, auf den ich jetzt immer schaue. Der ist natürlich ein bisschen weiter aufgeschlüsselt, wie ihr seht. Ja. Der ist in User und System Time irgendwie aufgeschlüsselt. User Time ist die Zeit, die tatsächlich durch mich als Benutzer Grust in meinem Python-Skript verbrauchte Zeit irgendwie verbraucht wurde. Ich mache natürlich System Calls, ich öffne Files in diesem, ja, implizit in diesem Table. Aufruf, da werden Files geöffnet, also befinde ich mich auch zeitweilig im Betriebssystem, aber nicht ganz so lang. Ja, meine Shell braucht irgendwie Zeit, aber im Mikrosekundenbereich, das können wir vergessen, da oben. Das ist die Zeit, 4,8 oder 4,9 Sekunden über den dicken Daumen sozusagen braucht meine Baseline für diese Query. Alles klar. Okay, das ist letztes Mal schon angeklungen, da hast du aber bestimmte Eigenschaften nicht benutzt und jetzt werden wir anfangen, diese Eigenschaften zu benutzen. Okay, alles klar. Wenn ich jetzt gleich über die Performance von solchen Queries rede, dann können wir natürlich hier mit 4,8 oder 4,9 Sekunden wieder herkommen. Ja, wir können uns aber ein bisschen grundlegend darüber Gedanken machen, wo denn diese 4,9 Sekunden irgendwie an Zeit verbraten wurden, sozusagen. Ja, und was sich jetzt auf den nächsten 2, 3 Slides ab und zu mal findet, sind so Boxen von der Art hier. Boxen von dieser Art, in die hier die Tabellen Contains und Bricks und Minifix eingehen. Eigentlich gehen nicht Tabellen ein, sondern die Anzahl ihrer Rows geht ein. Darum habe ich hier so Kardinalitätsstriche drum gesetzt. Und das ist das, was ich ganz oben in dem ersten Punkt dieser Slide versucht habe zu erläutern. Was mich jetzt gleich interessiert, ist die Kardinalität, die Anzahl der Zeilen, die ich in diesem CSV-Files finde. Die Anzahl der Datenzeilen, die Header-Zeile interessiert mich nicht. Okay, alles klar. Und ich werde jetzt versuchen, so ein bisschen vorherzusagen, wie schnell denn das Pickle-Programm, das ich jetzt gleich ausführe, oder das nächste optimierte oder dann noch weiter optimierte, wie schnell denn diese Pickle-Programme irgendwie laufen werden. Ja, ich versuche die Laufzeit dieser Programme vorherzusagen, indem ich drauf schaue, wie viele Zeilen an Daten die verarbeiten. Darum ist mir die Kardinalität dieser CSV-Files wichtig. Okay, alles klar. Ich werde also die Arbeit, die meine Pickle-Programme verrichten, messen, indem ich die Anzahl der Zeilen, die verarbeitet werden, tatsächlich hier irgendwie festhalte. Was dann mit den Zeilen intern passiert? Oh, da wird ein Feld in der Zeile zugegriffen und dann wird das mit dem anderen Feld multipliziert oder addiert und so weiter. Oder da wird auf das Feld geschaut, ob das denn den Wert 5610 hat und so weiter. Das sind alles Dinge, die im Vergleich zum Zugriff auf die entsprechende Zeile, um das irgendwie in meinen Python-Buffer, in meinen Python-Heap irgendwie einzuladen, das sind Operationen, so Arithmetik und Vergleiche, die hinter dem Aufwand, auf so eine Zeile zuzugreifen und die zu verarbeiten, verschwinden. Okay, darum ist es in Ordnung. Ja? Es ist eine gute Schätzung, guter Estimate für mich, die Anzahl der zugegriffenen und verarbeiteten Zeilen zu zählen. Was dann mit so einer Zeile passiert, ja, ist tatsächlich an der Stelle irgendwie ja, verschwindend irgendwie aufwendig. Alles klar. Also hier. Ja. Das ist irgendwie so konstanter Aufwand, der mir da an der Stelle irgendwie entsteht. Was mich interessiert ist, wie viele Zeilen tatsächlich verarbeitet werden. Wir werden gleich sehen, dass das eine entsprechende Festlegung, Vereinfachung, eine vereinfachende Überlegung ist, um hier dich der Performance dieser Skripte zu nähern, die tatsächlich in Ordnung geht. Alles klar. Ja. Besser begründet wird die in der Vorlesung Datenbanksysteme 2, wo wir ganz am Anfang der Vorlesung eintauchen und mal den Aufwand, der dem System hier entsteht, für den Zugriff auf Daten, also eine Zeile aus einem CSV-File zu lesen, ja, und dann in dem Heap meiner SQL-Implementation oder Pickle- oder Python-Implementation abzuladen, den Aufwand, ja, das ist der Aufwand, der tatsächlich so ein System stresst. Ja,
ja, Zugriff auf Sekundärspeicher, auch wenn es hier SSD ist und so weiter, deutlich aufwendiger als Dinge, die schon irgendwie in den CPU-Registern vorliegen, um dann irgendwie 2 arithmetische Operationen damit auszuführen und so weiter. Es ist überhaupt gar kein Vergleich, wie viel aufwendiger es ist, tatsächlich auf die Daten zuzugreifen und so eine Zeile irgendwie in die Hand zu nehmen. Daher kommen diese Überlegungen hier an der Stelle. So, der letzte Punkt hier ist etwas, das spezifisch ist für die Queries, die ich hier gerade irgendwie verarbeite. Ich werde mir so eine Hilfsfunktion bauen, Pieces heißt die. Da kann ich eine Set-ID reinstecken, 5610 zum Beispiel, oder 56101, wie sie heißt genauerweise. Ja, und die sucht mir dann raus, wie viele verschiedene Bausteine sich tatsächlich in, also verschiedene Bausteintypen sich tatsächlich in so einem Lego-Set befinden. Okay? Das ist die Anzahl der Male, wo diese If-Bedingung hier, diese If-Klausel tatsächlich true ergibt und tatsächlich den inneren Block betritt. Okay? Also es gibt eine ganze Menge Rows in Contains, aber nur Pieces 5610 mal oft wird tatsächlich hier diese entsprechende Klausel zu true ausgewertet und ich betrete den inneren Block. Das sind die Anzahl der Teile, die sich tatsächlich in dem, der verschiedenen Teile, die sich tatsächlich in dem 5610-Set irgendwie befinden. Okay, offensichtlich spielt das hier eine Rolle. Sollte diese Anzahl 0 sein, ja, würde ich diesen inneren Block überhaupt nie betreten und die Arbeit, die hier verrichtet wird, überhaupt gar nicht verrichten. Sollte jedes der Sets in Contains 5610 sein, würde ich für jede Row in Contains hier diesen entsprechenden Block betreten und die Arbeit verrichten. Okay? Macht schon einen Unterschied, wie viele Teile sich tatsächlich in Pieces 5610 befinden. Okay. Das ist ein Wert, den könnte ich vorher berechnen. Für jede meiner Sets könnte ich in meiner Datenbank irgendwie explizit festhalten. In meiner Datenbank gibt es diesen entsprechenden dieses Festhalten nicht. Also wünsche ich mir jetzt für meine analytischen Betrachtungen hier diese Funktion herbei. Ist aber auch kein Hexenwerk, die zu berechnen. Ja, was weiß ich, habe sie, glaube ich, hier sogar mitgebracht. Hier ist die Berechnung der Funktion Pieces für mein Set 5610. Ja, ist nicht so besonders schwierig. Ich gehe einfach über alle Rows von Contains durch, checke, ob ich eine Row in der Hand habe, die dem interessanten Set, hier oben habe ich es definiert, 5610 entspricht. Und falls das der Fall ist, dann addiere ich hier eine 1 drauf. Also das ist Python 3 und auf Pieces für 5610 kommt da raus 20. Okay, also denkt euch, wo Pieces 5610 steht auf den Slides hier, denkt euch einfach die Konstante 20 da an der Stelle hin. Okay. So. Und wenn ich jetzt meine Baseline-Pickle-Query anschaue, dann ist das da, was unten in der grauen Box steht, das ist dann die Arbeit, gemessen an meinen Kriterien hier, das ist die Arbeit, die dieses Skript tatsächlich verrichtet. Die äußere Schleife geht über jede Row von Contains drüber. Muss ich auf jeden Fall machen. Alles klar. Dann werde ich in den inneren beiden Schleifen, jeweils über den gesamten Inhalt von Bricks und auch über den gesamten Inhalt von Minifigs drüber gehen. Ja. Aber Gott sei Dank nicht für jede Rows Contains, sondern nur so oft, wie das Piece sich angibt, 20 Mal. 20 Mal betrete ich diesen inneren Block, aber 20 Mal habe ich dann die gesamten Bricks und die gesamten Minifigs irgendwie abzuscannen. Das ist die Arbeit, die grobe Schätzung der Arbeit, die Pickle-Query verrichtet. Das ist natürlich eine Schätzung, was kommt da raus? Könnten wir jetzt gleich irgendwie ausrechnen. Ich habe sogar so ein kleines Skript mitgebracht, das es ausrechnet. Da kommt irgendein Wert raus. 1 Million, hast du nicht gesehen, bla 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 bla. Das sind nicht Millisekunden, das sind nicht Sekunden oder was weiß ich. Das ist irgendwie, das ist einfach nur ein abstraktes Maß für den Aufwand, den diese Baseline-Query für uns verrichtet. Und der wird erst dann sinnvoll, wenn ich eine optimierte Variante der Query betrachte, für die auch diese Rechnung durchführe und dann hoffentlich. Okay, dann hoffentlich einen kleineren abstrakten Kostenwert irgendwie an der Stelle rauskomme. Ja, das sind Space Dollar oder Credits oder irgendwas. Ja, in manchen Datenbanksystemen kann man die sich anzeigen lassen, die interne Kostenschätzung. In DB2 sind es Timerons oder was weiß ich. Das hat total null Bedeutung. Ja, Space Dollar, meinetwegen. Ist egal. So, jetzt kommt die erste Optimierung. Die Optimierung, die schon einer von euren Kommilitonen irgendwie vorgeschlagen hat. Hey, du hast gar nicht ausgenutzt die beiden folgenden Dinge. Ja? Wenn ich mal in diese Bricks-Tabelle reinschaue, ja,
Und in der BRICS-Tabelle gibt es ganz vorne links gibt's so eine Spalte Peace, das ist die Peace-ID, das ist ein Identifier, ja, der mir erlaubt, gegeben ein bestimmter Peace-Identifier in BRICS gezielt nachzuschauen, wie sind die Details von diesem speziellen hier mit diesem Identifier bezeichneten BRIC. Okay? Keine zwei BRICS, keine zwei Zeilen in meiner BRICS-Tabelle haben den gleichen Peace-Identifier. Das ist das Wesen eines Identifiers. Darum ist eine ISBN eines Buches ein Identifier, weil keine zwei Bücher die gleiche ISBN besitzen. Keine zwei Personen in diesem Raum besitzen die gleiche Personalausweisnummer, hoffentlich. Okay, das ist ein Identifier. Das ist ein Identifier gegeben, dieser Identifier, die entsprechende Person, das entsprechende Buch oder die entsprechende Row in BRICS zu identifizieren, ist kein Problem mehr. Es gibt keine Ambiguity, keine Doppeldeutigkeit, keine Unklarheit. Okay. Jeder Peace-Wert in der Tabelle BRICS, den gibt es hundertprozentig maximal einmal. Keine zwei BRICS teilen sich den gleichen Identifier. Sollten wir bei der Iteration durch unsere BRICS-Tabelle also mal Erfolg gehabt haben und wir haben eine entsprechende Zeile identifiziert, hier an der Stelle, hier, da haben wir Erfolg gehabt. Und B, Peace, ist eindeutig. Das ist der Identifier, ja? Der Peace-Identifier aus der BRICS-Tabelle. Sollten wir an der Stelle einmal Erfolg gehabt haben, super, dann können wir die Suche an der Stelle in der BRICS-Tabelle sofort abbrechen. Kein anderer BRIC wird mehr an der Stelle zu Erfolg führen. Machen wir hier an der Stelle bloß leider nicht. Könnten wir aber leicht machen. Zweite Beobachtung. Du gibst mir so einen Peace-Identifier, C, Peace, ja, dann findest du ihn entweder in BRICS oder in Minifix, aber nicht in beiden. Ja. Wir haben zwar die entsprechenden Bauteile in BRICS und die Minifigures in Minifix, in diesen beiden getrennten Tabellen gespeichert, aber die kommen beide aus dem globalen Lego-Katalog. Es gibt keine zwei IDs, die sich irgendwie in Minifig und in BRICS irgendwie finden und identisch sind. Gibt es nicht. Die sind global eindeutig. Ja, wenn ich irgendwas in BRICS gefunden habe, dann kann ich mir die entsprechende Suche in Minifix gleich sparen. Werde ich da auf der Stelle in jedem Fall nicht mehr finden. Okay, und das sind Eigenschaften von Daten, das sind Beobachtungen aus unserer Lego-Mini-Welt, ja, die gelten, weil sich jemand mit dem Lego-Katalog an der Stelle ausgekannt hat und diese entsprechenden Eigenschaften haben sich auf unsere Daten irgendwie übertragen. Das ist nicht irgendwie zufällig entstanden und so weiter. Diese Key-Eigenschaften, diese eindeutig Identifier-Eigenschaften, die sind verbrieft. Und nur eine Datenbank, die diese Eigenschaften aufweist, ist tatsächlich eine konsistente Lego-Mini-World-Database. Sollten sich in BRICS zwei Rows befinden mit der gleichen ID, muss sofort die rote Warnlampe angeben. Und ich kann das Datenbanksystem darauf trimmen, entsprechend einstellen, dass die Einfügung von zwei Rows mit der gleichen ID an der Stelle sofort zurückgewiesen wird. Funktioniert überhaupt gar nicht. Das ist ein Constraint, der vom Datenbanksystem überwacht wird, damit mit dem DBS bekannt ist und damit zur Queryoptimierung rangezogen werden kann. Genauso sieht es mit dem Zweier übrigens aus. Auch, kann man auch dem Datenbanksystem erklären, gibt es SQL-Kommandos dafür, um diese entsprechenden Constraints zu erklären und dann kann das System das auch ausnutzen. Okay. Vorschlag, wie ich diese beiden Constraints, Peace ist innerhalb von BRICS eindeutig zum Beispiel, der. Wie baue ich den in meinen Code ein? Wie schreibe ich das Programm um? Bitte. Break, ja, also hier. Hier hinter, ne? Hinter dem, okay, du hast gefunden, du hast deine Update auf der Weight-Variable gemacht, dann kannst du die Iteration über die BRICS-Tabelle verlassen. Hier, hinter der grau jetzt markierten Zeile, ein Break, der mir die innerste Schleife, die Iteration in der innersten Schleife sofort beendet. Die weitere Suche ist an der Stelle einfach wirklich total wasted work. Und genau den gleichen Break, den werden wir uns hier in der Minifix irgendwie einhandeln. Das sind zwei lokale Änderungen, super. Ja. Zweite Änderung. Okay. Alles klar. Also du würdest die Durchführung von dem For hier unten durch einen Test beschützen sozusagen. Ja, und die Einführung, die Iteration in die Minifix, die würdest du nur durchführen, wenn diese Boolsche-Variable wahrscheinlich dir anzeigt, hey, in BRICS habe ich nichts gefunden, muss jetzt leider doch in Minifix irgendwie suchen, oder? War das deine Absicht? Okay, alles klar. Keine gute Lösung. Ja. Nein, das ist natürlich die richtige Lösung, das ist alles super, aber es gibt ein syntaktisches Konstrukt in Python, das keine Sau kennt und das da an der Stelle total hilft. Wenn er gesagt,
Ich zeige euch jetzt gleich Syntax in diesem Python-Skript und sagt ja, der Groß hat keine Ahnung von Python oder so. Aber. Kennt das jemand? Wer kennt das? Warum? Das ist so echt, das ist total unbekannt. Ja? Irgendwie, das sind so viele Leute kennen Python hier und jetzt haben sich gerade 5 Leute gemeldet oder sowas. Ja? For else. Macht genau das, aber was du beschrieben hast. Habe ich das hier? Nee, ich hab's nur in meinem Editor. Macht nichts. Das ist das geänderte Skript. Hier oben hat sich gar nichts geändert. Hier unten in meinen Loops hat sich was geändert. Okay? Es sind genau die beiden Breaks eingeführt worden, die unser Kommilitoner uns sozusagen verkauft hat. Hervorragend. Ja, das implementiert unseren entsprechenden, unsere Optimierung, dass der Piece Identifier innerhalb von Minifix, innerhalb von Bricks eindeutig ist. Und dann gibt es hier, wie ihr seht, ein else, und dieses else gehört tatsächlich zu diesem for hier. Okay? Und der Branch, dieser Code-Teil, der wird genau dann betreten, wenn der obere for-Loop, der zu dem else gehört, wenn der komplett durchgelaufen ist. Wenn der komplett durchgelaufen ist, dann wird der else-Branch betätigt. Wenn würde der obere Loop durch break abgebrochen werden, wird der untere else-Branch nicht betreten. Echt exotisch. Bitte. Du meinst, wenn ich hier auf M-Piece schaue und auf B-Piece schaue, dann kann ich an dem Identifier schon erkennen, ich denke, das ist nicht so. Ja. Also sagen wir so, du sagst jetzt, das ist zwar eine coole Optimierung, wir können ja auch gleich durchmessen, aber es geht noch besser oder sowas. Du kannst von vornherein entscheiden und so weiter. Wir können nachher vielleicht kurz draufschauen sozusagen, aber lass uns das kurz erst bitte erst zu Ende diskutieren sozusagen. Ich glaube nicht, dass es so eine systematische Beobachtung gibt sozusagen. Genau, das ist das geänderte Pickle-Programm hier an der Stelle. Die beiden Optimierungen, die beiden Beobachtungen über die Properties von Daten haben hier ihren Weg reingefunden. Alles klar. Ja. Fragen zu dem Programm oder wollen wir es einfach ausführen? Okay. Die Variante heißt nicht mehr Baseline, die heißt Key. Und das deutet schon auf das entsprechende, auf die entsprechende Vokabel hin, die die Datenbanker benutzen, um diese Properties, um diesen Constraint, etwas ist eindeutig in einer Tabelle, die benennen das nicht mit Identifier, sondern die sagen, Piece ist ein Key, ein Schlüssel, der Schlüssel für die Daten sozusagen, in der Tabelle Bricks oder in der Tabelle Minifix. Okay, aber wir werden auf den Begriff des Key und des Schlüssels noch kommen. Was hatten wir? 4,8 Sekunden oder was für das andere, ne? Jetzt gucken, müsste eigentlich ein bisschen schneller gehen. 2,4, okay. 2,4, ich glaube, das ist relativ stabil. Oh, die Hälfte der Zeit irgendwie, ungefähr. Sieht gut aus, alles da. Das ist eine Optimierung, die würde ich auf jeden Fall kaufen wollen. Ja. Wie sieht es aus mit dem Abschätzen, der Arbeit, die meine jetzt optimierte Pickle-Query jetzt an der Stelle durchführt? Okay. Wieder würde ich hier in den Topf werfen, die Kardinalitäten der beteiligten Tabellen, auch meine Pieces-Funktion oder die 20, die ich hier an der Stelle irgendwie berechnet hätte, ja, die würden hier in dieser entsprechenden neuen Betrachtung irgendwie wieder vorkommen. Was hier noch drin vorkommt, ist so ein B, können wir gleich drauf schauen. Okay? Aber erstmal, ja, ich gucke auf den Code und sehe, jede Zeile in Contains, durch jede Zeile von Contains wird drüber iteriert. Ja, dann wird gecheckt, ob ich tatsächlich ein entsprechendes Piece aus dem Set 5610 vor mir habe. Nur dann wird überhaupt irgendwie Arbeit verrichtet. Okay? Das ist der Teil der Query. Ja, der hat sich überhaupt gar nicht geändert. Okay. Jetzt können zwei Dinge vorkommen. Ja? Entweder ich habe Erfolg in meiner Bricks-Tabelle. Ich habe schon Erfolg in meiner Bricks-Tabelle und habe da schon gefunden, was ich finden wollte. Ganz hervorragend. Ja. Dann ist meine Mission an der Stelle schon beendet. Oder ja, ich habe die ganze Bricks-Tabelle durchgesucht und habe Pech gehabt und dort nichts gefunden. Ja, dann muss ich mich noch in die Minifix-Tabelle bewegen. Das sind die beiden Dinge, die mich jetzt irgendwie treffen können. Und ich habe die beiden Dinge hier mal in zwei so separaten Teilen meiner Formel irgendwie vorgesehen.
Ja, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in den oberen Teil komme, die BRICS-Tabelle anzuschauen reicht, oder in den unteren Teil, ja, ich muss die BRICS- und die Minifix-Tabelle anschauen, das bestimmt mir hier dieses B, das ist so ein Wert zwischen 0 und 1. Das ist einfach die Anzahl der Bausteine, wie viele von den 20 verschiedenen Bausteinen in meinem Lego-Set 5610 sind tatsächlich BRICS und wie viele sind tatsächlich Minifix. Das kann ich an dem B ablesen. Ihr seht, B ist 0,95 für mein Set 5610. Ja, also ja, 19 von 20. Ja, 19 von 20 verschiedenen Bausteinen aus meinem Set sind tatsächlich BRICS und 1 minus 0,95, also 0,05. Nur ein einzelner Baustein ist tatsächlich oder enthaltenes Teil ist tatsächlich ein Mehlfinger. Und so kommt das hier an der Stelle zustande. Okay. Sollte ich tatsächlich einen Brick vor mir haben, dann ist das die Arbeit, die mich trifft. 1,5 mal Bricks. Kann da jemand Sinn reinbringen? Genau, das ist wieder so eine super grobe Abschätzung. Ich gehe durch die Bricks-Tabelle durch, manchmal habe ich Glück und der erste Brick in der Bricks-Tabelle ist tatsächlich mein Treffer. Manchmal gehe ich in die Bricks-Tabelle und ich muss bis zum Ende durchsuchen. Im Durchschnitt werde ich wahrscheinlich die Hälfte der Rows in meiner Bricks-Tabelle irgendwie durchsucht haben und dann einen Treffer finden. Weil ich dann den Break in meinem Pickle-Skript drin habe, kann ich dann aber wenigstens die Arbeit abbrechen. Okay, das ist das, ja, grobe Abschätzung. Ich bin hier, wie gesagt, nicht am Millisekunden erzählen, sondern ich will eine grobe Abschätzung über die Geschwindigkeit meiner Query haben. Im anderen Fall, wenn es um die Minifix geht, ist das, was mich trifft. Ja? Dann habe ich leider die ganze Bricks-Tabelle durchsucht und zwar in Gänze, nur um dann an dem Else festzustellen, ja, du hast tatsächlich die ganze Bricks-Tabelle abgelaufen, dann musst du jetzt in die Minifix-Tabelle eintauchen und da werde ich im Durchschnitt die Hälfte der Rows besuchen, bis ich dann meinen entsprechenden Treffer finde. Okay, alles klar. Und ich habe das mal, warte mal, habe ich das mitgebracht? Moment. Hier, ich habe so eine Art interaktiven Taschenrechner hier, ja, in dem kann ich die Parameter, die in das Ganze irgendwie so eingehen, ja, die kann ich da eintragen. Contains, Bricks und Minifix, das sind die Kardinalitäten meiner CSV-Files. Die gingen in die Formeln ein, die habe ich da an der Stelle. Pieces von 5610 ist 20, super, geht in meine Berechnung hier auch ein. Ja. Da sind die Kosten für mein Baseline-Skript, für das dumme Pickle-Skript, das ich vorhin irgendwie durchgeführt habe, das sind die hier. Ja. Für meine Optimierung sind sie die hier. Hier seht ihr, wie dieses B und das 1 minus B drin vorkommt. Das ist genau die Formel von der Slide. Okay? Ich habe das B hier konfigurierbar gemacht, aber für das Set 5610 ist das 0,95 gewesen. Okay? Alles klar. Ja, dann kann ich hier die Baseline-Kosten einfach ausrechnen. 1,1 Millionen Space-Dollar für das Pickle-Skript in Baseline-Version. Mit B gleich 0,95 sind es nur 680 oder 681.000 Space-Dollar. Okay, gut. Ja, das ist ein Improvement von, ja, also meine optimierte Version braucht nur noch 62% der Zeit von der Originalversion. Ja. Und wenn ich hier tatsächlich die Zeiten, die ich gemessen habe mit meinem, was hatten wir, vierten, wir hatten ein bisschen mehr eigentlich gemessen, ne? 4,8 oder irgendwie sowas. Wenn ich die da einsetze, dann sagt diese Schätzung hier, ja, dann wird die optimierte Version 2,9 Sekunden brauchen ungefähr. Was hat sie gebraucht nochmal? 2,5 oder was irgendwie? Naja, okay. Alles klar. So sieht das aus. Okay, also Eigenschaften der Daten ausgenutzt, um das zu optimieren. Lass uns noch eine optimierte Variante irgendwie anschauen, dann können wir danach Pause machen. Ja, zweite Optimierung ist, Mensch, du hast da so einen geschachtelten Loop programmiert, erst Contains und in dem Loop wird dann Bricks und Minifix angeschaut. Das ist deine Query-Strategie und die ist irgendwie, die ist schon in Ordnung. Ich schlage eine andere Query-Strategie vor, eine, die irgendwie nicht so monolithisch ist, also außen wird über Contains und dann innen über Bricks und Minifix iteriert. Ich schlage was Zweiphasiges vor. In der ersten Phase, ja, mache ich so ein bisschen Vorbereitung, baue mir eine Datenstruktur auf, die es vorher überhaupt gar nicht gab. Eine Datenstruktur, die genau für diese Query hilft. Ja, vielleicht auch noch für andere vergleichbare Queries, aber eigentlich nicht zu den Daten meiner Datenbank gehört. Ich baue mir eine zusätzliche Datenstruktur auf, die mir nur hilft für diese eine bestimmte Query.
Okay. Die baue ich in Phase 1 auf und in Phase 2 kann ich mich dann auf diese Datenstruktur beziehen und hoffe, dass ich dann, wenn ich meine Bricks- und Minifix-Tabellen und so weiter irgendwie anschaue, ja, dass die Phase 2 dann so richtig fix ist, richtig flink ist. Okay, ihr seht hier, wie die Phasen aussehen. Ja, in der ersten Phase fasse ich meine Contains-Tabelle an, ja, und dann ist auch gut gewesen. In der zweiten Phase fasse ich Bricks und Minifix an. Also was vorher eben noch so verschränkt ineinander war bei den Iterationen, ist jetzt schön in zwei Phasen getrennt. Hier in der ersten Phase gehe ich einmal über Contains drüber, nur einmal über Contains und baue mir so eine kleine Mini-Datenstruktur auf, in der ich mir merke, hey, ja, du bist ein Piece aus Set 5610, du kommst da dreimal vor. Du bist ein Piece aus 5610, ein anderes, du kommst einmal vor und so weiter. So eine kleine Mini-Datenstruktur baue ich mir auf. Wie viele Zeilen wird diese Mini-Datenstruktur haben? Pieces von 5610, viele, 20 Zeilen in unserem Beispiel hier. Das ist echt eine Mini-Datenstruktur im Vergleich zu den vielen zehntausenden Zeilen, die ich mir sonst irgendwie in meinem System hier eingehandelt habe. Diese Datenstruktur baue ich mir auf. Hier unten sieht man sie übrigens. Ja, die hat 20 Zeilen von der Art, vorne steht so eine Piece-ID und dahinter steht, wie oft kommst du in dem Set übrigens vor. Das ist nämlich in der Contains-Tabelle gespeichert. Okay. Interessanterweise sieht diese Hilfsdatenstruktur selber aus wieder wie eine Tabelle. Ja, nicht schlecht. Wenn ich also ein Datenbanksystem habe, das intern darauf vorbereitet ist, tabellenwertige Strukturen irgendwie aufzubewahren, ja, und ich mir beim Formulieren solcher neuen Query-Strategien mir zwar temporäre Datenstrukturen, lokale Datenstrukturen gönne, extra Datenstrukturen, aber wenn ich die dann auch tabellenförmig mache und nicht irgendwie beliebig oder sowas, dann kann ich die ganze Infrastruktur von meinem DBMS benutzen, um auch nicht nur meinen Lego-Katalog aufzubewahren, sondern auch diese temporären Datenstrukturen. Temporär heißt, wenn ich merke, hey, mein Datenbanksystem ist jetzt mit anderen Queries beschäftigt und nicht mehr mit Weight of Set 5610 und Queries und so weiter, dann wird die gekickt und verschwindet. Im Gegensatz zu unseren anderen Tabellen, die persistent bleiben, wie das heißt. Die hier ist temporär und transient und kann verschwinden. Okay, wenn ich diese Datenstruktur habe, dann ist die zweite Phase super einfach. Ich brauche über die Bricks und die Minifix-Tabelle jeweils nur einmal drüber laufen. Ja? Nicht 20 Mal, wie in den anderen Queries oder so, sondern nur einmal laufe ich drüber. Ja? Checke über Bricks, ich laufe über Bricks drüber, checke, ob der entsprechende Brick, den ich gerade in der Hand habe, ob der in meiner temporären Datenstruktur vorkommt. Falls ja, die Quantity, die da verzeichnet ist, mit dem Gewicht des Bausteins, kommt aus der Bricks-Tabelle, multiplizieren, zum Gewicht hinzuaddieren, fertig. Alles klar. Und mit der Minifix-Tabelle natürlich genau das Gleiche. Das war's. Zweiphasig mit der Hilfe von so einer Hilfsdatenstruktur. Die Hilfsdatenstruktur, die implementiert mir eigentlich hier so fast wie so eine Funktion. Du gibst mir ein Piece, ja, ich sag dir, wie oft das vorkommt. Das ist allerdings keine Funktion, die tatsächlich für alle Lego-Bausteine in meinem Lego-Katalog funktioniert. Das ist eine partielle Funktion, wie die Programmierer sagen würden. Die funktioniert nur für die 20 Einträge, die zu meinem Set 5610 gehören. Über andere Pieces wird hier keine Aussage gemacht. Das ist das Wesen dieser Datenstruktur, dass sie klein und kompakt und spezifisch bleibt. Lookups in dieser Datenstruktur sind super schnell. O von 1. Das Ding werde ich als Hash-Tabelle irgendwie intern organisieren, machen wir in Python jetzt auch gleich. Du gibst eine Piece-ID 42, da nachzuschauen, sozusagen, das ist no time. Zugriff auf diese kleine Mini-Datenstruktur ist super günstig. Zugriff auf die Rows aus meinen riesigen CSV-Tables ist teuer. Daran lebt das Ganze. Wenn ich mir eine Piece-Quantity-Mapping hier einhandle, das wieder Zehntausende von Zeilen groß ist und so weiter, dann kann ich das in Hasen geben, diese Strategie. Funktioniert dann nicht. Das lebt davon, dass das klein, kompakt und mini ist. Okay. Mein Gott, sind wir schon weit. Sauber. Ja, alles da. So, ich habe die Strategie mitgebracht und danach machen wir Pause, verspreche ich. Hier ist die andere Strategie. Ja, die arbeitet mit der temporären Datenstruktur. Darum heißt es File hier auch an der Stelle entsprechend. Okay. Sorry, lass mich das Window ein bisschen größer machen. Hier, das ist alles wieder genauso wie vorher. Alles wieder genauso wie vorher. Hier ist meine temporäre Datenstruktur, die ich in Phase 1 aufbauen werde. Okay, das ist diese, was hier mit Quantity bezeichnet wird, das ist die Hash-Tabelle oder die temporäre Datenstruktur, die eben gerade auf dem Bottom der Slide irgendwie zu sehen war. Zu diesem Zeitpunkt natürlich noch leer. In Phase 1 wird die befüllt. Wie mache ich das? Indem ich einfach über alle Contains-Rows drüber gehe und zwar einmal. Checke die, die mich interessieren. Im Set 5610 sind nur 20 Stück. Super.
checke, ob ich in meiner Datenstruktur schon einen Eintrag für das Piece habe. Falls nicht, kommt sie dazu. Ja. Unter der Piece-ID speichere ich, wie oft das Ding an der Stelle irgendwie vorkommt. Super. Sollte das Ding tatsächlich schon vorkommen, dann wird, ja, dann wird unter der entsprechenden Piece-ID ein Update gemacht. Ja, es wundert man sich, wie kann denn da so ein Piece irgendwie mehrfach vorkommen? Ein Piece kann tatsächlich in Contents mehrfach vorkommen, wenn es in verschiedenen Farben enthalten ist in dem Set und so weiter. Ja, kann also tatsächlich dazu kommen, dass ich hier in diese Zeile komme und meine entsprechende Quantity in meiner Tabelle irgendwie updaten muss. Aber wenn ich das einmal gemacht habe, dann ist gut. Ja, das machen wir jetzt. Also hier zurück. Und ich gehe mal hier in Python 3 rein. Und all das, was das Skript durchführen würde, führe ich auch durch. Hier mit Cut und Paste da rein. Alles klar, das sind die ganzen Vorbereitungen. Weight und Quantity, leeren, vorbereiten, alles klar. Jetzt die Phase 1 durchführen. Okay, da ist sie. Phase 1 durchführen. Jetzt gibt es die temporäre Datenstruktur. Kann ich auch reinschauen. Quantity, so. Hat 20 Einträge. Kann ich irgendwie nachschauen, wie oft denn die entsprechenden Bausteine da in meinem hier 4073 kommt zum Beispiel viermal vor in meinem Set vorkommen. Das ist die Datenstruktur. Phase 2. Ja, einmal über Bricks drüber laufen, einmal über Minifix drüber laufen und zwar jeweils nur einmal. Ihr seht, dass diese Iterationen hier über Bricks und Minifix sich nicht, ja, die sind auf dem Top-Level, die sind nicht eingefasst in eine andere innere Iteration oder irgendwie äußere Iteration. Das mache ich genau einmal, checke, ob der entsprechende Brick in Quantity vorkommt. Wenn er da vorkommt, dann weiß ich, das ist ein relevanter Stein aus 5610. Dann bitte sein Gewicht entsprechend mit in meine Berechnung wie mit übernehmen. Okay, und hier das gleiche für die Minifix. Okay, alles klar. Das war's. Hier in dieser entsprechenden Phase 2 kommt es überhaupt gar nicht mehr auf den entsprechenden Zugriff auf Contains. Danach bin ich durch mit meiner Berechnung. Alles klar. So, das wäre die zweite Optimierung, die ich vorschlagen würde. Man kann im Programm immer noch irgendwie rumdrehen und das verbessern, aber das soll uns für diese Zwecke reichen. Zeitmessung für meine dritte Version. 1,28 Sekunden, das sieht schon besser aus. Ja? Wir sind mit 4,8 oder 4,9 Sekunden gestartet, jetzt sind wir bei 1,2 oder 1,3 Sekunden. Das ist schon besser. Ja? Hat sich nochmal verbessert, die entsprechende Berechnungszeit. Ja? Warum ist das so? Ja, weil die Estimation of Work, die uns jetzt an der Stelle trifft, tatsächlich dies hier ist. In Phase 1 einmal über Contains drüber, in Phase 2 einmal über Bricks und einmal über Minifix drüber. Da gibt es keine Multiplikatoren mehr und so weiter. Insbesondere kommt dieses Pieces 5610 hier an der Stelle überhaupt gar nicht mehr vor. Können wir vielleicht nach der Pause noch ganz kurz drauf schauen, was das an der Stelle irgendwie bedeutet. Aber das ist dann bisher irgendwie die beste Strategie an der Stelle gewesen. Okay, dieses O von Pieces 5610, O von 20, ja, das ist eigentlich O von 1. Da in dieser Tabelle irgendwie nachzuschlagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, braucht no time. Das ist nicht so teuer wie ein Zugriff auf so eine Tabelle in unseren CSV-Files. Alles klar. Und wenn ich das in meine, habe ich das mitgebracht? Habe ich das auch mitgebracht? In meinen Taschenrechner hier einsetze, warte mal. Ja. Wenn ich das in meinen Taschenrechner einsetze, mein Taschenrechner-Skript, dann ist das hier unsere erste Optimierung gewesen. Ja? Das hier ist unsere zweite Optimierung. Hier unten da verrate ich schon was über unsere dritte Optimierung. Aber ihr seht hier, die erste Optimierung, die hat uns auf diesen Space-Dollar-Wert gebracht. Die zweite Optimierung bringt uns auf den hier. Ja? Tatsächlich sagt unser Taschenrechner voraus, du brauchst jetzt noch 1,5 Sekunden. Ja, ich brauchte 1,3 Sekunden und so weiter. Aber ja, durchaus eine signifikante Verbesserung, die man an der Stelle durchführen kann. Und zwar eine, die nicht irgendwie wishful thinking ist, sondern eine, von der wir hoffen würden, dass das Datenbanksystem sie selber auswählt. Warum kann ich das von der ersten Optimierung kann ich das vielleicht noch sehen? Irgendwie, oh, da gibt es Constraints in der Mini-Welt, die werden in dem Datenbanksystem explizit erläutert. Dann weiß das Ding darüber Bescheid, die Optimierung 1, dass du die automatisch machen kannst, das kaufe ich noch. Ja, wie kommt es zu die Optimierung 2? Das ist doch so ein Eureka-Moment, ja, dass du auf einmal an diese temporäre Datenstruktur denkst und so weiter.
aber es gibt nicht so viele verschiedene Arten von temporären Datenstrukturen, von solchen Hilfsdatenstrukturen wie diese Quantity Hash Table, die in so einem DBMS eingebaut sind. Es gibt davon so ein kleines Arsenal, über Einsatzmöglichkeiten und dessen Eigenschaften weiß das DBMS gut Bescheid, ja, und es hat Strategien, automatisch zum Einsatz solcher temporären Datenstrukturen zu kommen. Also es ist nicht Wishful Thinking, diese Optimierung 2 an der Stelle tatsächlich zum Einsatz zu bringen. Und die Optimierung 3, die ich euch gleich noch auftischen werde, die in diesem Fall für diese Mini-Daten keine echte Optimierung ist, können wir nach der Pause besprechen. Machen wir 10 Minuten Pause. Okay. Weiter geht's. Gerade in der Pause sagte einer, die Optimierung hier mit dem Key, sozusagen mit der Eindeutigkeit der IDs und so, ja, das relationale Datenbanksystem mit SQL und so, das wird vielleicht über diese Eigenschaften Identifier Bescheid wissen, aber in deinem CSV-File weißt du überhaupt nichts Bescheid. Sagen, ja, dass das jetzt korrekt war und dass du dich auf die Eindeutigkeit irgendwie verlassen durftest in der Piece-Spalte von deinen CSV-Files, das hast du jetzt gehofft oder sowas. Ja. Und tatsächlich ist es so, ja, niemand überprüft das für mich, mein Filesystem oder was ich oder meine CSV-Files selber, die können das nicht. Im DBMS, wie gesagt, werden wir es deklarieren können, diese Regeln, diese Identifier-Eigenschaften. Hier müssten wir sie zu Fuß kontrollieren. Ja. Also alles basiert ja auf unseren, ist sogar das Richtige, oder? Ja, genau, auf unseren CSV-Files. Ja, in diesem Fall sind das jetzt die, oder eigentlich das mit dem, ja doch, ja, da sind nur die Daten drin und keine, ist egal, komm. Das ist das Original-CSV-File hier. Ja. Ja, das könnte ich jetzt anschauen und könnte nachchecken und suchen sozusagen, wie viele Zeilen gibt es in dem Ding? Ja, das müsste ich jetzt machen, um zu sehen, 31.140 Zeilen. WC-L ist WordCount-L-Lines. Also 31.140 Einträge gibt es in dem Bricks-CSV-File. Okay? Wenn meine Optimierung korrekt sein soll, ja, dann müssen alle 31.140 Zeilen eine eindeutige ID besitzen. Okay? Also auf die IDs kann ich zugreifen, wenn ich hier auf das Bricks-CSV-File wie drauf schaue. Oh Gott, das kann keiner lesen, aber ich kann es ja... Hier gibt es, am Anfang gibt es die Piece-Spalte, hier ganz am Anfang, das sind die Identifier, die mir irgendwie wichtig sind. Auf die kann ich in der Shell auch zugreifen. Gibt es so ein Utility, das heißt Cut, nicht Cat mit C-A-T, sondern C-U-T. Ja, damit kann ich so Zeilen in so einem File auseinanderschneiden, zum Beispiel nur auf das erste Feld, minus F1 auf das erste Feld in meiner Bricks-CSV-Datei zugreifen. Das kann ich ausgeben, da kommen so irgendwie alle meine IDs. Okay, alles klar, das sind meine IDs. Ja. Jetzt würde ich diese IDs nach Duplikaten durchsuchen und alle Duplikate entfernen. Gibt es in der Shell auch, heißt Unique. Ja, gut benanntes Kommando. Alles klar. Und dann würde ich noch zählen, was jetzt noch überbleibt. Okay? Also ich gucke nur auf die IDs, suche mir alle eindeutigen IDs raus und schaue jetzt, wie viele da an der Stelle rauskommen. Und wenn meine Optimierung gültig sein soll, muss jetzt auch 31.140 rauskommen. Genauso viele IDs, wie es Einträge in meiner CSV-Datei gibt. Okay. Und das könnte ich für Minifix an der Stelle genauso machen oder ich müsste es genauso für Minifix machen und müsste mich zu Fuß davon entsprechend, müsste mir versichern, dass damit meine Optimierung hier an der Stelle in Ordnung ist. Im DBMS würde das für mich automatisch bewahrt werden, diese Constraints, und überwacht werden. Okay, alles klar. Das war das. So, eine letzte Optimierung habe ich noch mitgebracht. Nee, die habe ich gar nicht mehr auf den Slides hier. Die habe ich nur in einem File drin. Das ist eine Variante der zweiten Optimierung. Ja. Die zweite Optimierung war die hier. Wo ist sie? Genau, das ist, nee, doch, das ist die richtige. Und zwar bezieht sich die zweite Optimierung auf die Phase 2 hier. Okay, nachdem die Phase 1 abgelaufen ist und ich diese Quantity, diese Hash-Table-Datenstruktur aufgebaut habe, führe ich jetzt zwei Iterationen durch meine Bricks und durch meine Minifix-Tables. Ja, und
checke, ob ich die denn in meinem Quantity Hash Table finde und so weiter und so fort. Niemand in dem ersten Loop interessiert sich für das, was in dem zweiten stattfindet und andersrum. Okay? Das sind zwei Dinge, die völlig unabhängig voneinander stattfinden könnten. Die könnten parallel stattfinden. Sobald in der Phase 1 mal die Quantity-Datenstruktur aufgebaut wurde, können diese beiden Loops hier in Zeile 36 und Zeile 40 parallel ablaufen. Okay, gibt keine Dependency, keine Data Dependency zwischen diesen Loops. So eine Variante habe ich mal mitgebracht. Das ist die hier. Die ist auch zweiphasig. Hier ist die erste Phase, in der ich diese Datenstruktur aufbaue. Die baue ich hier in diesem Fall jetzt mal nicht als Hashtable auf, sondern als Counter. Aber hey, ja, Counter ist eine Python-Datenstruktur, das ist genau das. Du gibst mir so eine ID, hier sieht man es. Du gibst mir so eine ID, ja, die ist mit 0 initialisiert. Und ja, dann kannst du hier an der Stelle irgendwie auf den Counter, den ich unter dieser ID für dich gespeichert habe, irgendwie Dinge drauf addieren. Das ist die Phase 1. Ich hätte genauso gut meine Hash-Tabelle benutzen können. Jetzt gerade, wo ich mich gerade dabei ertappe, das zu erklären, bereue ich, dass ich hier die Datenstruktur geändert habe. Das ist nicht der Punkt an der Stelle hier, die Phase 1. Ja, die temporäre Datenstruktur wird aufgebaut. Der Punkt ist die Phase 2. Hier, da ist der eine Teil der Phase 2, der Loop über Bricks. Und hier ist der andere Teil der Phase 2, der Loop über Minifix. Ihr seht, die habe ich eingewickelt, so eingewrappt in jeweils zwei Python-Functions. Okay, ScanBricks und ScanMinifix. Jede von denen gibt mir jetzt ihr separates, ihr individuelles Gewicht, das sie gemessen hat für die Bricks und Minifix raus. Okay, und ScanBricks und ScanMinifix, die haben keinerlei Dependency untereinander. Sobald die Quantity-Datenstruktur aufgebaut wurde, können die parallel ablaufen. Und genau, das passiert jetzt auch hier. Hier sind nur die Definitionen dieser beiden Funktionen. Hier findet noch gar keine Auswertung oder sowas statt. Hier unten findet Auswertung statt. Okay? Ich werde mich auf eine der Abstraktionen von Python einlassen, die mir die Möglichkeit gibt, in verschiedenen Threads oder verschiedenen Prozessen, hier sind Threads, Berechnungen durchzuführen. Ja, diese Abstraktion erlaubt es mir, in zwei verschiedene Threads zwei verschiedene Funktionsaufrufe auszuführen. In dem einen die ScanBricks und in dem anderen die ScanMinifix-Funktion. Und dann sammle ich einfach das Resultat, das die eingesammelt haben, das sammle ich dann einfach ein. Das Resultat ist übrigens das berechnete Gewicht hier. Okay, das gibt mir dann ein Array mit zwei Einträgen, mit jeweils in jedem Eintrag jeweils ein so ein Teilgewicht. Naja, wenn ich die dann irgendwie zur Verfügung habe, dann hole ich mir aus dem Array die raus und berechne mein Endergebnis. Die hier, ja, diese Executor-Submit-Kollegen hier, die können parallel irgendwie durchgeführt werden. Alles da. Ja, natürlich kann ich auf das Array erst zugreifen hier, sobald sich beide Threads zurückgemeldet haben mit ihrem endgültigen Resultat. Muss also auf den langsameren von beiden, wahrscheinlich der auf die größere Tabelle irgendwie zugreift, in diesem Fall ist das übrigens die Bricks-Tabelle, auf den muss ich wahrscheinlich warten. Aber ja, das war's dann. Können parallel ablaufen. Okay. Ja. Der Punkt, den ich hier machen will, ist nicht die coole Geschwindigkeitsvorteil sofort, den ich hier an der Stelle irgendwie erreichen kann. Ja. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das Programm, von dem ich ausgegangen bin, mein deklaratives Programm, meine Baseline sozusagen, in der ich mich nur um das Problem gekümmert habe, dass das jetzt schon relativ entstellt ist. Jetzt kommen hier irgendwelche so Details von Thread-Pooling irgendwie mit rein und hier dieses Einpacken in diese Funktionen, da kommen diese Hilfsdatenstrukturen mit rein und so weiter. Und die Hälfte des Codes, den ich hier durchscrolle, der kümmert sich eigentlich überhaupt nicht mehr um die Lego Mini World und so weiter. Der kümmert sich darum, das Ganze irgendwie flink und zu machen. Das hat einen gewissen Grad an Deklarativität verloren sozusagen. Jetzt ist mein Fokus geschiftet vom Problem zu dessen effizienter Berechnung. Irgendwie da oben waren. Hier, da guckst du wahrscheinlich auf diesen In-Operator oder sowas. Das ist tatsächlich wie so ein Hash-Table-Lookup. Ja? Aber du hast schon recht. Ja? Nur dann, wenn ich weiß, wie das Python-Laufzeitsystem mir das innen implementiert, kann ich da an der Stelle irgendwie sicher sein, dass das effizient ist und ich das vielleicht in meine Kostenformeln da an der Stelle nicht einfach mit O von 1 so abhaken kann, sondern dass das
Also ich muss mir sicher sein, ich muss sicher sein, dass dieses In-Keyword effizient implementiert wird. Und das wird es Gott sei Dank sozusagen in Python. Das ist eine gute Beobachtung. Ja, ich muss nämlich über die Quantity, egal wie groß das ist, irgendwie drüber iterieren und so weiter. Darum ist es okay, das unter O von 1 abzuhaken. Alles klar. Ja, aber ja, klar, an der Stelle, weil ich jetzt auf der Jagd nach Millisekunden bin, sind das auf einmal die Dinge, die mich interessieren. Und nicht mehr so sehr irgendwelche Lego-Brick-Gewichte und irgendwelche deren Quantities und so weiter. Okay, alles klar. Können wir auch noch ausführen. Allerdings wird sich hier keine, hier gibt es kein cooles Parallelisierungspotenzial an der Stelle. Darum wird sich das Ding entweder gar nicht besser verhalten oder als die Optimierung 2, wie heißt das Ding, Par für Parallel, oder wenig besser, 1, ich glaube, man kann überhaupt gar keinen Effekt sehen, sozusagen. Ja. Ist leider so. Ich habe das hier in meine Calculations, in meinen interaktiven Taschenrechner auch mal mit eingebaut. Die Optimierung 3, ja, deren Arbeit, die sie verrichtet, würde ich irgendwie so abschätzen. Ich muss über Contains drüber laufen in der ersten Phase, um meine Counter- oder meine Hashtable-Datenstruktur aufzubauen, in der ich nachher mit in meine Lookups mache. Genau. Und in der zweiten Phase laufen die Iterationen über Bricks und Minifix parallel ab. Aber die größere der beiden Aufgaben, die in den Threads stattfinden, die wird bestimmen, wie lange ich hier an der Stelle irgendwie Zeit verbrauche. Also ja, ich würde mir das Maximum von Bricks und Minifix, die Kardinalitäten anschauen. Bricks ist, glaube ich, deutlich größer als Minifix. Das würde bestimmen, wenn dann, also die Laufzeit über Bricks würde bestimmen, wann dann tatsächlich beide Teilgewichte zur Verarbeitung zur Verfügung stehen. Und ihr seht jetzt hier, die Abschätzung des Taschenrechners ist, 1,5 Sekunden brauchst du mit der Optimierung 2. Wenn ich hier Optimierung 3 eintrage, das sind 1,49. Also man kann da eigentlich fast überhaupt nichts an Optimierungspotenzial irgendwie messen an der Stelle. Haben wir in der Shell auch gerade irgendwie gesehen. Kann natürlich deutlich anders aussehen, wenn ich andere Daten irgendwie am Wickel habe. Ja. Mein Skript sagt sowieso, wenn du noch Zeit hast in dieser Vorlesung, dann kannst du mal, könntest du die Skript, könnt aber auch zu Hause machen, dann könnt ihr dieses Skript, die Baseline, die Key-Variante, die Temp-Variante mal für andere Sets ablaufen lassen. Und nicht für das 5610er, wo Pieces 20 ist. Ja, ich habe mal ein anderes Set, keine Angst, ich werde jetzt nicht alle durchführen, das könnt ihr zu Hause machen. Aber wenn ich hier 10159 eintrage, welches Set ist 10159? Lego City Airport. Ja? Okay. Okay. Pieces hat da 338. Okay. 338, schon größer als 20. Die beiden Varianten Baseline und die Variante Key, die erste Optimierung, wenn ihr euch erinnert, in unseren analytischen Formeln sozusagen, in Kostenformeln, da kam dieser Multiplikator Pieces drin vor. Ob ich die Arbeit, die ich zu verrichten habe, mit dem Faktor 20 verrichte, die ich 20 mal zu verrichten habe, oder 338 mal, das macht schon einen Unterschied. Die Variante Temp mit der temporären Datenstruktur mit meiner Quantity-Hash-Tabelle, die war unabhängig von Pieces. Das können wir wenigstens mal ausprobieren. Wo ist die Variante? Das ist die Paar-Variante. Hier ist die Temp-Variante. Komm, wir gehen mal hier in Phase 1 auf 10 auf Lego City Airport. Ist das der richtige? 159. Ja, okay, alles klar. Für 5610 hat das Ding gebraucht 1,3 Sekunden oder sowas. Wenn unsere analytische Kostenformel irgendwie okay war, dann müsste sie jetzt, egal wie viele Bausteine sich in diesem Set befinden, das Ding immer noch 1,3 Sekunden benötigen. 1,2, ja, super. Ist tatsächlich unabhängig davon. Ja, das ist ein Hinweis darauf, dass diese Quantity-Datenstruktur, selbst wenn ich sie mit 338 Entries belade und nicht nur mit 20, immer noch ein Lookup irgendwie zulässt, der flink ist, U von 1 ist. Okay, ich ändere das kurz zurück. Das finde ich nie mehr, dass ich das an der einen Stelle geändert habe. Ihr könnt die anderen Varianten durchprobieren, aber nehmt euch für die Durchführung der Baseline-Variante Zeit. Dauert, je nachdem, wie beefy euer Laptop ist, dauert es 1 bis 2 Minuten oder sowas. Dann doch lieber 1,3 Sekunden. Okay, alles klar. Das war Deklarativität. Okay.
Datenbanksysteme sollen uns beschützen davor, dass wir uns verlieren in solchen Performance Considerations. Oh, lass mal eine temporäre Datenstruktur aufbauen. Haben wir auch tatsächlich alle Eigenschaften der Daten ausgenutzt? Können wir das nicht parallel machen und so weiter? Das sind Dinge, die uns an der Stelle optimalerweise nicht interessieren sollten. Okay, ja, solche Ausnutzen von solchen Eigenschaften von Daten, Uniqueness, also Keys, ja, oder Disjointness, entweder du findest etwas hier oder du findest etwas da, aber nicht an beiden Stellen sozusagen, das sind Dinge, die automatisch ausgenutzt werden. Übrigens habe ich das vorhin vergessen zu fragen. Ja, wo war es denn? Hier, die Question habe ich vergessen. Ja. Du gibst mir so einen Piece Identifier. Entweder du findest ihn in Minifix oder du findest ihn in Bricks. Aber nicht in beiden Stellen. Was ist denn mit der anderen Variante? Ich gebe dir so einen Piece Identifier und du findest ihn weder in Minifix noch in Bricks. Was ist mit der Variante? Bitte. Okay, ja. Die Tabellen Contains, Bricks und Minifix sind nicht beliebig irgendwie. Ja? Contains verlässt sich darauf, darf sich darauf verlassen, dass eine Piece-ID, die ich in Contains habe, dass die tatsächlich mit Detailinformationen hinterfüttert ist, entweder in Bricks oder in Minifix. Auf jeden Fall. Ja? Ich kann niemals ins Leere laufen und diese entsprechenden Detailinformationen nicht finden. Wenn das der Fall wäre, dann wäre mein Datenbanksystem irgendwie inkonsistent. Ja? Und ich kann von so einem SQL-Datenbanksystem an der Stelle jedenfalls erwarten, dass vor solchen Inkonsistenzen werde ich beschützt. Ja? Jemand gibt dir so eine ID, die nimmst du als Referenz und schlägst sie in einer anderen Tabelle nach. Du kannst niemals ins Leere laufen und enttäuscht werden. Okay, sehr gut. Das war der erste Punkt. Solche Dateneigenschaften werden vom DBMS explizit ausgenutzt und zwar ohne, dass ich extra darauf hinweisen muss. Ja? Der zweite Punkt, hey, wer baut mir denn hier temporäre Datenstrukturen auf wie ein Quantity-Hash-Table und so weiter, das ist ein bisschen viel verlangt. Nee, ist nicht zu viel verlangt. Ja? Es gibt tatsächlich eingebaute Strategien, die mir solche Strukturen aufbauen und zum richtigen Zeitpunkt auch wieder abräumen. Entweder das findet vollkommen automatisch statt oder es gibt eine bestimmte Klasse von Usern, die eigentlich gar nicht so sehr mit Lego Mini Worlds und Katalogen und so weiter belastet sind. Das ist eine Klasse von Usern, die sitzt da, ja, und beobachtet, Mensch, das ist aber eine Query, die trifft unser Datenbanksystem aber häufig. Irgendwie gestern schon 10-mal, heute schon wieder 20-mal. This query is here to stay. Ja, die gehört zum Workload, wie das auch heißt, zum Workload meines Datenbanksystems. Das ist ein typisches Problem, das mich dauernd trifft. Ja. Ein guter DBA, so ein Database System Administrator, der beobachtet den Workload des Datenbanksystems und sagt, Mensch, es lohnt sich jetzt tatsächlich hier temporäre Datenstrukturen für diesen Typus von Query aufzubauen, weil wir dann irgendwie ab dann, wenn diese temporäre Datenstruktur existiert, ab dann deutlich flinker Queries beantworten können. Alle sind glücklich, wir verbrauchen weniger Ressourcen, ja, die User sind glücklich, weil auf einmal, obwohl sie an ihren Query gar nichts geändert haben, die Queries schneller beantwortet werden und so weiter. Das ist dann diese semi-automatische Klamotte, dass ich einen DBA brauche. Aber ein gutes Datenbanksystem baut solche Datenstrukturen selbstständig auf und wieder ab. Und das ist Deklarativität. Ich kümmere mich ums Was und nicht ums Wie soll es denn genau gehen. What, not how. Okay? Das ist das große Promise von Datenbanksystemen an der Stelle. Ja. Damit das funktioniert, ja, damit ich solche Queries analysieren kann und die äquivalent umschreiben und kann und so weiter, damit das irgendwie funktioniert und ich überhaupt Hoffnung habe, dass es funktioniert, kann ich solche Query-Sprachen wie Pickel und so weiter meinem Datenbanksystem einfach nicht in die Hand geben. Pickel ist, das ist ein Subset von Python, der ist zwar klein, den wir uns da ausgewählt haben, ist trotzdem Turing vollständig, da kann ich alles mit berechnen. Sagen, ist völlig hoffnungslos, einen Programmanalysator und Rewriter zu schreiben, einen Optimierer in so einem Datenbanksystem, der mir beliebige Pickle-Programme optimiert und umschreibt und so weiter. Ich muss mich in der Sprache, die mir zur Verfügung steht, um auf die Daten zuzugreifen, irgendwie einschränken. Okay? Und SQL ist so eine eingeschränkte Sprache. SQL ist Turing vollständig, wenn ich bestimmte Konstrukte mit hinzunehme. Wenn ich die aber weglasse, dann habe ich eine einfachere Sprache vor mir. Eine, bei der ich Hoffnung habe, dass so eine deklarative Formulierung in SQL tatsächlich automatisch optimiert wird.
Okay. Ja, übrigens, die Sprache oder die Teilsprache von SQL, die ich benutze, um Queries zu formulieren, in der gibt es syntaktisch überhaupt gar nicht die Möglichkeit, irgendwie solche Hilfsdatenstrukturen irgendwie anzulegen oder die explizit anzusprechen. Ja, sogenannte Indexdatenstrukturen. Es gibt eine Teilmenge von SQL, die Select from Where, den Query-Teil von SQL, in dem gibt es syntaktisch überhaupt gar keine Möglichkeit. Weißt du was? Greif mal auf die Tabelle zu, aber damit das flinker geht, gib noch mal diese Hilfsdatenstruktur. Das syntaktisch funktioniert das überhaupt gar nicht an der Stelle. Das Datenbanksystem kümmert sich selber darum, diese Hilfsdatenstrukturen einzusetzen. Das ist Deklarativität. Okay, einen Punkt kann ich euch noch verkaufen und dann... Wir kaufen nichts. Ja, alles klar. So. Typed, untyped data, declarativity, jetzt der dritte große Punkt, dieses Kapitel hat vier große Punkte, data independence. Okay, lass uns nochmal auf unser Lego-Set Wait Query schauen, sozusagen. Das auch gerade in der Pause kam jemand zu mir und sagte irgendwie, oh Mensch, das mit dem Bricks und Minifix, dass die Daten da in zwei Tabellen aufgeteilt und weiter, total unglücklich und so weiter, das muss man irgendwie besser machen können. Und dieses Slide 19 schlägt vor, ja okay, ich glaube, ihr habt recht, ja. Lasst uns diese Detailinformationen über die Bausteine mal zusammenführen. Bricks und Minifix leben mit ihren Details in zwei verschiedenen Tabellen. Jetzt bauen wir eine Tabelle daraus, eine Pieces-Tabelle heißt die hier auf der Slide. Okay? Und das könnt ihr auf zwei verschiedene Arten machen. Die erste und die zweite Art. Consider two options. Erste Art ist temporär, innerhalb meiner Query, nur innerhalb meiner Pickle-Query, baue ich mir temporär eine Liste von Pieces auf, die es vorher nicht gab. Es gab Bricks hier und Minifix da. Nur temporär für meine Query baue ich mir so eine gemeinsame Pieces-Tabelle auf. Da sind alle Einträge aus Bricks und alle Einträge aus Minifix drin. Weil das aber so eine homogene Liste ist, kann ich nur die gemeinsamen Eigenschaften von Bricks und Minifix in dieser Pieces-Liste aufbewahren. Ja, Bricks haben noch ein paar mehr Eigenschaften. Die haben irgendwie so X, Y und Z-Dimensionen, wie groß in Stats gemessen ist so ein Brick und so. Sowas hat eine Minifigur nicht. Das ist Information, die würde ich in der Pieces-Liste irgendwie weglassen, ja, damit ich eine homogene Pieces-Liste vor mir habe. Okay? Aber Minifix und Bricks teilen sich so viele Informationen, diese geteilte Information, die könnte ich in eine große Pieces-Tabelle reinpacken. Okay? Das wäre so eine temporäre Datenstruktur. In Pickle würde ich wahrscheinlich eine Liste dazu aufbauen. Und ja, dann würde ich mich im Rest meiner Query auf Pieces beziehen und nicht mehr auf Bricks und Minifix. Erste Option. Zweite Option. Ey, komm, ja, jetzt haben wir schon das Minifix-CSV, Bricks und Contains-CSV. Jetzt machen wir noch ein viertes CSV-File auf. Ein Pieces-CSV-File, in dem der Union, ja, die Vereinigung der Bricks und Minifix-Rows irgendwie drin leben. Ja, okay, ein neues File, auf Disk gespeichert vom Datenbanksystem, irgendwie für mich aufbewahrt. Ja, das ist nicht temporär, das überdauert. Das überdauert die entsprechende Lebensdauer meiner einen Query und ist dann auch in der nächsten Query mit einsetzbar. Okay, braucht Platz auf der Platte, kann aber vielleicht mehrere Queries davon irgendwie Gebrauch machen. Das ist die zweite Option. Okay, also jedes Mal bauen wir so eine Pieces-Datenstruktur auf. Sie wird bloß einmal temporär in der Liste und einmal persistent, wie man das auch sagt, Query überdauernd auf Disk gespeichert. Okay. Datenbanksysteme geben euch beide Versionen in die Hand, okay, und geben euch Werkzeuge in die Hand, die euch erlauben, euch auf diese Pieces-Datenstruktur zu beziehen, ohne dass ihr euch um die Details kümmern müsst, wie denn die intern konstruiert und aufbewahrt wurde, ob Option 1 oder 2 gewählt wurde. Eure Queries können syntaktisch und müssen syntaktisch gar nicht dazwischen unterscheiden. Ist das so was Transientes, Temporäres oder ist das was Persistentes, richtig auf Disk für die Dauer gespeichert ist? Eure Queries müssen sich an der Stelle nicht unterscheiden. Das ist the queries use pieces but need not know the difference. Das ist der wichtige Punkt an der Stelle. Das nennt man auch Datenunabhängigkeit. Die Repräsentation der Daten in Listen oder in Files ist für eure Queries unerheblich. Hier ist die erste Variante. Ich baue so eine temporäre Liste auf. Okay? Oben in meinem Python-Skript würde ich auf die Bricks und Minifix-Tables zugreifen, ist schon cool. Ja. Jetzt baue ich aber als weitere temporäre Datenstruktur diese Pieces-Liste auf. Okay. Ihr seht schon, in Pieces findet sich alles aus Minifix. Ja. Und, das ist hier quasi der Ersatz für meinen Union-Operator, kann ich den markieren, kann ich nicht. Hier das Plus, ja, das ist mein Union. Und noch dazu, alles, was sich in Bricks finden lässt, Mensch, kann ich unschön markieren, ja, das ärgert mich.
Alles klar. Alles, was sich in BRICS finden lässt, aber nur die Dinge, die tatsächlich, ja, nur die Spalten, die auch tatsächlich in Minifix vorkommen. Ja. Okay, diese sechs Spalten hier, die ich hier aufsammle, diese hier, die sind tatsächlich auch alle in Minifix vorkommt. Damit habe ich eine richtig schöne, homogene Pieces-List nachher in der Hand. Sauber. Das ist die erste Variante. Hier in der BRICS-Tabelle gibt es noch mehr Spalten, die schmeiße ich weg. Okay, erste Variante. Zweite Variante, bau mal ein neues CSV-File, ein Pieces.csv-File auf. Gab es vorher nicht. Okay, da muss ich also ein bisschen Vorbereitung üben. Ja. Ich habe bisher BRICS-CSV und Minifix-CSV. Jetzt brauche ich ein drittes File. Hier ist, wie ich in der Shell, ja, in der Shell vorbereiten würde, dass es dann tatsächlich auch das dritte CSV-File noch gibt. Okay, das lebt dann genau gleichberechtigt auf der Disk, persistent gespeichert, Queries überdauernd auf der Disk, genau wie BRICS und Minifix CSV auch. Ihr könnt euch irgendwie anschauen, wie man das hier in der Unix-Pipeline irgendwie berechnen würde. Hier unten wird beschrieben, wie es denn tatsächlich irgendwie gemacht wird. Ist das irgendwie interessant? Nee, oder? Interessiert niemanden. Okay. Ja. Innerhalb meines Pickle-Programms würde ich dann hier, mit dem hier, ganz einfach, wie ich auch auf BRICS und Minifix zugreifen kann, kann auf diese Pieces-CSV-Tabelle zugreifen. Die, die mir die Informationen aus BRICS und Minifix zusammenfasst, sozusagen. Okay. Danach dann aber, ja, hier, das ist der Kern meiner Query, wo tatsächlich irgendwie die richtige Arbeit passiert. Danach brauche ich und kann ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr unterscheiden, ob ich so eine temporäre Pieces-Liste oder einen persistenten Pieces-Table in der Hand hatte. Ja, ich beziehe mich hier einfach auf Pieces in meiner Query, völlig unabhängig davon, wie die physische Repräsentation, temporär, transient oder persistent, gewählt wurde. Die Query ist unabhängig davon, wie denn die interne Realisierung irgendwie von der Pieces-Datenstruktur ist. Interessiert die Query nicht. In einem guten SQL-Dialekt kann sie es überhaupt gar nicht inspizieren und weiß gar nicht, was sie vor sich hat, was Temporäres oder was Persistentes. Das ist Data Independence. Okay, da unten, das ist die Box da unten. The formulation of queries shall not depend on the details of physical data storage und so weiter. Okay, das ist auch deshalb gut, weil der DBA oder die DBA, ja, sich entscheiden könnte, heute die eine bestimmte Datenstruktur, auf die ihr in euren Queries zugreifen könnt, diesen Pieces-Table da, ja, heute mal so darzustellen, ja, nur um in dem Workland dann zu sehen, ey, das ist ja der total wichtige Table für den Workload in meiner Queries hier. Wir ändern die Repräsentation. Ja, wir sortieren den um, der kommt von der Disk auf die Disk, eben war er noch persistent, jetzt machen wir ihn transient oder ins Main Memory und nicht von Disk zu lesen und so weiter. Der DBA, die DBA kann hinter eurem Rücken die Repräsentation von BRICS, Minifix, Pieces und was ich ändern. In euren Queries interessiert euch das rein überhaupt gar nicht. Das DBMS weiß über die interne Repräsentation Bescheid und wird den besten Weg auswählen, um auf die entsprechenden Daten irgendwie zuzugreifen. Das ist Data Independence. Natürlich habe ich euch die entsprechenden beiden Varianten für diese Query auch mitgebracht. Ja, also könnt ihr nachher irgendwie reinwerfen in euer Python und dann sehen, dass hier genau das Gleiche berechnet wird, aber auf der Basis verschiedener Datenstrukturen. Okay, letzter Punkt. Persistenz. Okay, das ist ein Service, das ist eigentlich eben jetzt schon mit angeklungen, können wir schnell drüber gehen. Ein wichtiger Service, eine der wichtigen Eigenschaften, die so ein DBMS für euch gibt. In so einem DBMS gibt es Datenstrukturen, die die Laufzeit eines Programmes oder einer Query überdauern. Selbst die Laufzeit des Datenbankservers, nicht nur eurer Shell, die ihr aufmacht, PSQL-Shell, vielleicht hat die schon jemand jetzt von euch benutzt im Rahmen des Übungsblattes, nicht nur im Rahmen von so einer PSQL-Shell, sondern selbst der Datenbankserver kann runtergefahren werden, wieder raufgefahren werden, die Daten überdauern. Okay, und ich darf mich als User darüber drauf verlassen. Und das ist auch so, wenn jemand zack den Stecker zieht, auf dem der Rechner, auf dem der Datenbankserver läuft. Okay, ich muss mir keine Gedanken machen, wenn irgendwie, ja, rein physisch der Lauf des Datenbankservers an der Stelle irgendwie unterbrochen wird. Ich darf mich darauf verlassen, dass Daten, die irgendwie persistent waren, die auf meine Queries, die von meinen Queries zugegriffen werden könnten, beim Neuanlaufen des Servers, wenn jemand den Stecker wieder reinsteckt sozusagen, auch tatsächlich weiterhin noch vorhanden sind. Das heißt, intern muss so ein DBMS echt eine Menge Datenstruktur bemühen,
um sicherzustellen, dass selbst ein unkontrolliertes Steckerziehen an der Stelle niemals dazu führt, dass bestimmte Daten, die eben noch zugreifbar waren, beim Wiederanlaufen weg sind. Okay. Also, ja, normalerweise interessiert mich das nicht beim Programmieren. Die meisten Dinge, mit denen ich umgehe, sind irgendwie transient. Ja. Wenn ich hier so eine Factorial Function berechne, dann hat die den Code der Factorial Function und das Einzige, was da noch reingeht, ist die 5. 5 Factorial ist 120. Das war gestern so, das ist heute so, völlig unabhängig von irgendwelchen persistent und dauerhaft gespeicherten Daten. So sieht Programmieren normalerweise aus. Okay? Aber in einer Welt von Persistenz schreibe ich andere Programme, Queries, wie zum Beispiel die auf Bricks-CSV und Minifix-CSV zugreifen. Die werden ziemlich enttäuscht, wenn sich der Inhalt dieser Datenstrukturen, auf der sie beruhen, sozusagen unkontrolliert ändert. Kontrollierte Änderungen ist völlig in Ordnung. So eine Query, diese Query, das ist die eine Query, die ich nicht ändere von gestern auf heute. Natürlich kann die verschiedene Werte ausgeben, obwohl hier offensichtlich die gleichen Dinge reingehen, die gleiche Konstante da vorne, Mensch, hier die Konstante, ich kann es nicht markieren, verdammt. Ja, die gleiche Konstante und die gleichen Tabellen, gestern und heute gehen die gleichen Dinge rein. Natürlich kann sich der entsprechende Wert, der berechnet wird, ändern. Warum? Weil jemand ein Update gemacht hat auf Bricks CSV und so weiter, aber vollkommen kontrolliert. Ja, niemals darf sich der Wert der Ausgabe meiner Skripte irgendwie ändern, nur weil irgendwie jemand den Stecker gezogen hat und ich die Hälfte der Daten in Bricks CSV verloren habe. Oder die letzten Änderungen, die in Bricks CSV gemacht wurden, ja, die habe ich vor dem Steckerziehen, habe ich die noch gesehen, aber nach dem Steckerziehen sind sie verloren gegangen und so weiter. Das darf nicht sein. Okay? Also das Datenbanksystem trägt dafür Sorge, gibt euch die Garantie, dass mit Persistenten irgendwie in verantwortungsvoller Weise, Art und Weise irgendwie umgegangen wird. Das bedeutet, dass man beim Programmieren von so einem Datenbanksystem, wenn es darum geht, die Daten tatsächlich irgendwo abzuladen, wahrscheinlich mit Hilfe des Betriebssystems auf Sekundärspeicher und so weiter, echt wie der Däubel aufpassen muss. Ja, einfach so nach dem Motto, ach, guck mal, hier gibt es so ein paar Daten, lass uns die mal kurz einen File öffnen auf der Platte und das dann mit Write rausschreiben und dann Close machen und so weiter, dann wird das schon irgendwie sicher auf der Platte gespeichert sein. Das reicht an der Stelle nicht aus. Wenn ich euch bei so einer File-System-Operation unter der Kontrolle des Betriebssystems, wenn ich da in der Mitte den Stecker ziehe, aber einige vielleicht schon schmerzvoll erfahren, dass nach dem Wiederanlauf das Abbild des Filesystems nicht 1:1 genau das gleiche war wie vor dem Steckerziehen. Irgendwie sind Daten von einem Programm in einem Filesystem-Cache irgendwie noch gelandet und wir haben den Stecker gezogen, bevor dieser Cache in Memory tatsächlich persistent auf Disk geschrieben wurde und so weiter, dürfte euch mit einem DBMS niemals passieren. Wenn das DBMS sagt, hey, danke für diese Daten, die habe ich für dich in die Tabelle Bricks gespeichert, dann ist das 100% wahr. Sozusagen. Man darf sich darauf verlassen, auch beim Wiederanlaufen des Betriebssystems. Also sehr, sehr sorgfältige Implementation von Persistenz. Das Why hier, die Antwort dazu habe ich euch gerade eben gegeben. Caching-Effekte des Betriebssystems. Ja, ich sage dem Prozess mal, dass seine Write-Operation auf dieses File schon in Ordnung war. Kann es weitermachen sozusagen. In Wirklichkeit sind die Daten nur in so einem Cache gelandet, im Memory-Cache. Und wenn ich jetzt den Stecker ziehe, haben Sie niemals den persistenten Zustand auf der Disk erreicht. Das Betriebssystem, für das ist das in Ordnung, für den DBMS nicht. Persistenz, wichtiger Service von unserem Datenbanksystem. Wow, jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle sogar noch durchgekommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Haut rein, vielleicht habt ihr Bock auf morgen.